Ja, heute war ja die nochmal so eine kleine Kundgebung. Was heißt klein? Wir haben heute Morgen die Nachricht bekommen, dass Krefeld 2013 geschlossen wird und ich bin selber aus Stahlwerk Bochum und das noch bei uns bis 2016 läuft, aber trotzdem war das halt eine scheiß Nachricht, weil ich mit den Krefeldern auch aufgewachsen bin. Ich war jahrelang Jugendvertreter und vor der heutigen Aufsichtsratssitzung wollten wir nochmal hier unsere Solidarität zeigen für die Krefelder Kollegen. Auch ich selber mache mir Sorgen halt. Die 4 Jahre, die gehen auch schnell um und schließlich ist das auch traurig, wie das endet, ne? Weil die Jahre davor, weiß ich noch, wo ich die Ausbildung angefangen habe, haben wir noch Rekordgewinne gemacht und ist alles traurig und auch sehr unverschämt, was da der Management da geleistet hat mit Brasilien und Alabama. Ich habe auch die Situation damals auch mitbekommen mit dem Sumpfgebiet und alles andere mit den Mistkosten, mit der Kokerei, was sie da gebaut haben, an die Chinesen weitergegeben haben und was da an Geld verloren gegangen ist. Was wir erwirtschaftet haben, haben wir dann halt müssen dafür büßen jetzt. Ja.